Hey, ja, du siehst es richtig. Ich lebe. Wir haben 2024. Das böse C ist vorbei, mehr oder weniger. Und ja, ich begrüße mich dann mal aus meinem tiefen, tiefen Winterschlaf und möchte mich mehr oder weniger als zurückmelden. Ich habe seit knapp 4 Jahren nichts mehr wirklich hochgeladen. Ich habe zwischendurch wohl Pokémon Infinite Fusion hochgeladen, 2020, so Mitte 2020. Aber danach kamen Stream-Uploads, ansonsten nichts mehr. Dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass ich so abrupt weg gewesen war. Es hat gesundheitlich bei mir nicht mehr gepasst. Und es sind halt einige Dinge dazu gekommen, weshalb ich halt eben aufgehört habe. Wenn ihr davon mehr wissen wollt, was denn der Fall der Gesundheit und dem allen Drum und Dran ist, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich würde tatsächlich ein Follow-up-Video machen, aber auch nur, wenn halt, wie gesagt, die Interesse daran besteht. Ansonsten würde ich das halt bei diesem, es ist jetzt so, belassen und ja, das werdet ihr mir dann schon glauben müssen. Als nächstes möchte ich gerne einen sehr guten Freund von mir grüßen, und zwar ist das der DonF204, ein RPG Maker Tutor, Let's Player inzwischen auch und Streamer auf YouTube. Dem geht's momentan nicht so gut. Ich möchte auch hiermit ihn ein bisschen vertreten und versuchen, wieder RPG Maker Tutorials hochzuladen. Ich möchte eure RPG Maker Spiele spielen, live vielleicht sogar. Ich möchte eventuell Game Dev Streams machen, während ich an meinem Spiel arbeite. Aber so, dass ich euch natürlich nicht so wirklich genau zeige, wie es um meinem Spiel geht, um euch halt eben auch nicht zu spoilern. Die Let's Plays oder Streams, je nachdem, was ich davor habe, werden entweder auf Twitch oder auf YouTube stattfinden, vielleicht auf beidem. Aktuell bin ich mir da noch nicht sicher. Ja, da, also das werde ich halt noch dann entscheiden. Ich kann euch ja leider aber auch noch nicht zu 100% versprechen, sollte ich dann wirklich wieder da sein und auch anfangen, dass ich da so aktiv werde wie vor 10 Jahren. Sprich, dass ich wieder drei Projekte in den halt aufnehme. Und jeden Tag dann wieder zig Videos hochlade. Dafür habe ich einfach die Ausdauer derweil nicht. Aber ja, wichtig ist erstmal langsam wieder anzufangen. Was ich zudem noch machen möchte, ist vielleicht mehr solche Redevideos, wo ich einfach über Gott und die Welt rede vielleicht. Und auf jeden Fall habe ich vor, Guides zu bringen für Spiele, wo ich einigermaßen gut bin oder wenigstens halt einigermaßen viel von weiß. Vielleicht für Pokémon, für Monster Hunter, für, boah, keine Ahnung, für irgendwelche Spiele. Da gibt es schon irgendwelche Sachen, die es halt eben auf Englisch gibt, aber bis heute nie auf Deutsch existiert haben. Das wollte ich dann, würde ich dann auch gerne halt eben auf Deutsch übersetzen. Vielleicht werde ich ja teilweise Videos halt direkt übersetzen, aber meistens will ich dann schon dafür sorgen, dass die Sachen halt wirklich aus meinem Wissen kommen. Ja. Wie gesagt, mir ist einfach nur wichtig, langsam wieder anzufangen. Ich möchte YouTube-Tutorials machen für Epic Game Maker. Ich möchte eure Epic Game Maker-Spiele spielen. Ich möchte Livestream für euch. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht kann man vielleicht dann auch so kleine Events starten, mit Preisgeldern oder Spiele, die man gewinnen kann. Sprich, sagen wir mal, wir spielen jetzt, sagen wir mal, Spiel XY. Und man hat die Möglichkeit, in Spiel XY, kompetitiv zu spielen oder irgendwie um FIFA zusammenspielen, nicht kompetitiv unbedingt. Und dann könnte man zum Beispiel halt irgendwie ein Turnier spielen zum Spaß und der Gewinner irgendwie, keine Ahnung, einen Key für das Spiel. Oder, ja gut, dafür ist auch irgendwie doof. Aber ihr habt schon verstanden, was ich meine. Ich habe auf jeden Fall vor,
ein bisschen mehr interaktiveren Kram zu machen. Ja, ansonsten bleibt eigentlich nichts mehr da, was ich zu sagen habe. Ich hoffe mal, ich habe hier noch ein paar Zuschauer, die noch aktiv zuschauen würden. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Checkt doch Don F.'s Kanal ab und ja, ich würde dann mich erstmal verabschieden und dann hört man sich vielleicht im ersten richtigen Video wieder. Oder in einem anderen Redevideo. Bis dahin, tschüss.